Fuß des Kilimanjaro wärmen sich die jungen Krieger für die Olympischen Spiele auf. Dann Weitwurf mit dem Rungu, einer Jagdwaffe. Oder Hochsprung senkrecht in die Luft. Die Maasai haben ihre eigenen Disziplinen. Die Sportveranstaltung gilt vor allem dem Tierschutz. Noch immer ist die Löwenjagd ein wichtiges Ritual für junge Maasai, um ihre Männlichkeit unter Beweis zu stellen. Wir wollen, dass die Krieger ihre Stärke nutzen, um Trophäen zu jagen und nicht Löwen. Denn die Löwenpopulation in Afrika ist erschreckend geschrumpft. Auf dem Kontinent leben nur noch 30.000 Exemplare. In Kenia sind es keine 2.000 mehr. Die Maasai haben erkannt, wie wichtig die Löwen sind. Den Sportlern kommt das zugute. Für einen Sieg erhalten sie Nutzvieh, Geld und Schulstipendien.